Das ist eine Küche. Ja, da brennt's. Genau, wie wir es gesagt haben. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Don't Knock Twice. Ein neues Video, wir haben ein paar Sachen inzwischen rausgefunden. Zum Beispiel, dass jemand draußen im Hof gern Käfige aufhängt, mit Blutsachen an die Wand schreibt und ja, dass hier drin auch gern mal Fensterscheiben reingeflogen kommen. Warum ich jetzt den Kerzenständer habe fallen lassen, das weiß ich nicht, aber vielleicht musste das ja so sein. Jetzt gehen wir mal weiter. Dann habe ich im letzten Video noch die Errungenschaft der fast freien Bewegung hier freigeschaltet, die jetzt natürlich schon wieder weniger frei ist, weil ich jetzt festhänge. Jetzt nicht mehr. Also ich habe tatsächlich fast zwei Videos jetzt gebraucht, um rauszufinden, wie man hier ordentlich läuft. Wobei ordentliches Laufen das immer noch nicht ist, also zumindest mal nicht so, wie ich das gern hätte. Hallo, das ist ein Pentagramm auf einem Boden. Das ist offensichtlich ein runder Tisch. Soll den Zweck eines Altares wohl erfüllen. Da steht, ich nehme an, es ist eine Büste. Oder halt so eine Statue, also kein wirklicher Mensch oder so. Egal. Hier oben schauen wir uns jetzt noch ein bisschen um. Wobei mir immer mehr der Gedanke kommt, dass das kein Spiel ist, in dem man sich großartig umschauen muss. Wobei ich da jetzt wieder so eine kleine Matroschka gefunden habe, ne? Das ist... Da hatte ich ja vorher schon eine. Die war etwas größer. In einem Wandschrank. Die habe ich dann genommen, fallen lassen und dann ist da... Ich sag mal Feenstaub oder sowas rausgekommen. Ich hatte ja eingangs auch im ersten Video, glaube ich, schon erwähnt, dass es dazu ja auch einen eigentlich recht guten Film gibt zu diesem Spiel. Oder das Spiel ist zum Film oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es auch einen Film, der Don't Knock Twice heißt, auch mit der gleichen Thematik sich befasst. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es genau die gleichen Personen sind. Ich kann mich eben auch nicht erinnern, ob in diesem Film diese Matroschkas tatsächlich auch drin waren und den hier einen ähnlichen Zweck erfüllt haben, wie sie das hier tun. Aber ja, an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, sich den Film anzugucken. Der ist echt nicht schlecht. Da gibt es deutlich schlechtere Horrorfilme. Ah ja, Treppe geht man immer gleich ganz runter. Bevor ich mir das Bild jetzt anschaue, mache ich hier ein kleines bisschen Rundgang. Vielleicht stehen hier noch mehr Matroschkas rum. Ich habe das Gefühl, die haben einen Sinn. Was haben wir denn hier? Okay, hat ein Kleinkind im Arm, Mutterkind, ne? Ich meine mich aus dem Let's Play, das ich mal gesehen habe, auch so ein bisschen zu erinnern, dass man hier auch so ein bisschen Rätsel lösen muss. Aber bis jetzt hatte ich keins. Wobei ich auch glaube, dass das jetzt hier vielleicht sogar das erste sein könnte. Irgendwas muss ich hier machen. Also, aber viel mit Rätseln war da nicht. Das könnte Wasser sein, das Auge, also Sehen, Element, Wind. Oder das Wind? Feuer? Feuer? Ah, was sind denn die Elemente? Feuer, Erde, Luft und Wasser eigentlich. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Feuer, Erde, Wasser, Feuer, Erde, Luft, würde ich jetzt mal behaupten. Und was das mit dem Auge da soll, wir werden es vielleicht gleich erfahren. Guten Tag, wer sind Sie denn? Das ist die Künstlerin hier, die Webb Thomas. Vordere Seite, Jessica Webb Thomas, Saphir-Preisträger 2016. Rückseite, Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen, verschlungenen Seelen zu reinigen. Wasser aus der Quelle. Muss ich da mit dem? Ach du. Ach, das wollte ich ja gar. Warte. Entschuldigung.
Ich will auch nicht das Handy nehmen eigentlich. Ach, komm her. Komm jetzt. So. Wasser aus der Quelle. Ja. Hier scheint wie so eine Art kleine Küche zu sein. Da ist vielleicht irgendwo eine Quelle. Hänge ich hier wieder ein bisschen fest? Das ist. Ich finde es auch ein bisschen. Ah, ich muss gar nicht permanent den Knopf hier gedrückt halten, um die Kerze zu halten. Das ist gut zu wissen. Es fühlt sich allerdings realistischer an, ne? Weil man natürlich den Gegenstand auch festhalten muss tatsächlich. Aber mir tut der Zeigefinger langsam ein bisschen weh. Ah, und schwupps bin ich durch. Zu, okay. Wasser aus der Quelle. Wasser aus der Quelle. Wasser aus der Quelle. Ist das denn Wasser aus der Quelle? Ne, aber sind schöne Bilder hier. Das ist auch wieder Vogelfutter. Ja. Gibt es auch wieder Häufchen? Ne, gibt es nicht. Schade. Wasser aus der Quelle. Dann nehme ich halt. Keine Ahnung. Wo soll hier jetzt eine Wasserquelle sein? Freunde der Nacht. Vielleicht das da. Also scheint zumindest mal eine Art Brunnen zu sein. Das ist ein Kelch. Vielleicht muss ich das erstmal hochleiern, bevor ich da rankomme, ne? Alles klar. Was? Oh, hallo. Moment, ich komme gleich. Jetzt ist der Kelch weg. Okay, hat sich das mit dem Wasser jetzt dann so weit erledigt? Ich habe gedacht, ich muss das hier vielleicht schöpfen, aber da ist mir das Ding aus der Hand gefallen und naja, ihr wisst ja, was passiert ist. Ihr habt es gesehen. Wenn ihr das Video bis hierher geschaut habt, dann habt ihr es gesehen. Das ist der Kelch. Wasser. Aha. Gut, gut. Und muss ich den nehmen? Nein, der ist jetzt unwiderruflich da festgeklebt. Dann, Kerze. Wieder mal. Kerze da fallen lassen. Ja. Jetzt sollte mir wahrscheinlich vermutlich irgendwie das Spiel sagen, wie es hier weitergeht. Also ich habe jetzt. Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen verschlungenen Seelen zu reinigen. Also Wasser habe ich jetzt schon mal da. Ich brauche irgendwie noch Feuer. Ich hätte ja eine Kerze hier, ich weiß. Nur nicht. Aber jetzt ist da eine Tür auf. Ich gehe da jetzt einfach mal hin, weil ich glaube nicht, dass ich da gleich wieder. Oh, Handy. Du bist. Puh, das war gut. Okay. Aber jetzt geht's auch schon wieder besser. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Ja, vermutlich. Wenn das so weitergeht hier, wenn mich da Kinder einfach anspringen, vielleicht. Wieder draußen hier. Oh, da ist ein bisschen. Bist du zugegangen? Ja? Ach, super. Feuer. Drücke, um den Flammenwerfer zu benutzen. Was muss ich drücken? Das. Okay. Also stellen wir erstmal wieder ab. Ich will erstmal lesen, was da steht. Oh, bei. Ah, da steht was. Okay. So wieder. In slawischer Volkskunde ist Baba Yaga
Ein übernatürliches Wesen, das wie eine missgestaltete, grausame Frau aussieht. Sie ist die älteste Art Hexe. Grimmig und übel. Sie lebt im Fegefeuer und labt sich an Kindern. Sie vermag es nicht, selbstständig Kinder zu jagen. Sie müssen ihr geopfert werden. Sie glaubt, dieses Ritual hilft ihr, den Tod zu überwinden. Nun? Wie war's nochmal? Ach so. Was? Ach, der Tod! Hallo, Tod! Und da ist ein Kind wieder. Ich weiß, wozu ich das brauche. Ja? Eine Matroschka wieder. Ich komme hier trotzdem nicht. Doch, jetzt komme ich hier weiter. Moment. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das hier an Ort und Stelle fallen lassen muss, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich damit auch irgendwie später agieren. Ich weiß. Aber ich kann die auch nicht. Ich kann die aber auch nicht ins Inventar stecken, von dem her. Sie würden es ja wahrscheinlich selber tun, oder es käme eine Info, dass sie jetzt im Inventar sind. Eine ganz schöne Konstruktion hier, ne? So im Prinzip Ultra-Haarspray. Kerze. Jetzt ist die Kerze aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das noch nehmen soll. Also Feuer geht jetzt auf jeden Fall nicht mehr, so wie es aussieht. Ach, geht auf, guck. Guck mal, jetzt hier vielleicht wieder. Jetzt sind wir wieder im Hof. Ah! Ich weiß aber nicht, ob ich da raus muss, ehrlich gesagt. Ich gehe erstmal wieder weiter da lang. Ich weiß nicht, ob ich das Gerät jetzt hier wegschmeißen kann. Nee, also Tür, wie vermutet, geht nicht auf. Ich vermute, ich kann das wegschmeißen. Ich glaube, das sollte jetzt echt bloß dazu dienen, da diese Hecken wegzubrennen. Aber es ist das Element Feuer, also irgendwo, ne? Ich nehme es mal mit. Ich kann es ja immer noch wegschmeißen, wenn ich es nicht brauche. Und ich drehe mich schön langsam, so. Darum scheint jetzt ein Fenster auf zu... Nee, ist nicht auf. Da ist Licht an. War da vorher auch schon Licht an? Bin ich... Ist richtig, dass ich hier bin? Ich muss hier auch einfach nur... Hä, jetzt ist hier auch zu. Jetzt habe ich gedacht, ich müsste vielleicht exakt den... Also jetzt im Prinzip einmal im Kreis laufen, aber so scheint es nicht zu sein. Lassen wir mal die Dinger hier wieder anmachen. Oh, eine Krähe. Magst du noch mehr haben? Doch, schau her. So. Juckt dich aber auch nicht, dass ich hier bin, ne? Naja. Nee. Na gut. Also, dann wird es wohl vermutlich. Wird es wohl vermutlich dann doch wieder direkt da zurückgehen. Na toll, alles zu. Okay, da hat jemand geschrien. Ich habe das Spiel relativ leise eingestellt, damit man mich im Zweifelsfall besser hört, wenn da laute Sachen im Spiel passieren. Ich hatte das Problem auch beim Exorzistenspiel, dass
spezifisch im letzten Video das Spiel dann irgendwann so laut war, dass man mich nicht mehr gehört hat. Allerdings gab es da auch keine Audioeinstellung in dem Spiel. Da konnte ich also zumindest mal keine, die ich gefunden hätte. So, wo nun lang? Also die Tür ist jetzt definitiv mal aufgegangen. Es hat Schreie gegeben. Ich bin wirklich verdammt verängstigt. Sie kommen mich holen. Das ist alles meine Schuld. Okay. Ja. Wer kommt dich denn holen? Ich denke, es geht hier nur um eine Hexe. Immer noch zu? Okay. Von da bin ich gekommen. Die Tür hier ist jetzt ein Stück weit auf. Ah, Poolbillard. Schön. Habe ich Zeit für gerade. So, Summoning Ritual. Was macht denn das? Beschwörungsritual. Edelstein des Geistes, Amethyst, Edelstein des Wassers, Saphir, Edelstein des Feuers, Rubin, Edelstein der Erde, Smaragd, Edelstein der Luft, Diamant, Geist, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Dann ist das Augensymbol der Geist. Okay. Aber ich bin ja nun gar nicht mehr in dem Raum mit dem Ritual, aber dann muss ich dann dementsprechend wahrscheinlich nochmal hin. Steht da drauf. Vorderseite Chloe mit 9 Jahren und ihre Lieblingspuppe Ruby. Rückseite Feuer, um ihr kaltes, totes Herz zu kochen. Feuer, um ihr kaltes, totes Herz zu kochen. Ja, warum auch nicht? Wir haben ja Zeit. Da liegt auch was. Das ist ein Plan vom Haus. Erdgeschoss, Küche, Eingangshalle, Salon, Spielzimmer, Keller. Handy geht wieder. Es tut mir leid. Bitte hilf mir. Ich meinte das nicht ernst. Ja, aber. Also. Jetzt erstens Küche, zweitens Eingangshalle, Salon, Spielzimmer. Das ist wohl das Spielzimmer hier. Hier ist ja ein Pooltisch zum Spielen. Der ist auch ziemlich groß, der Raum. Dann Drawing Room, das ist der Zeichenraum. Küche, Eingangshalle, Keller. Ja, es ist blöd, dass ich die Karte nicht mitnehmen kann, weil gegebenenfalls müsste ich mich hin und wieder mal informieren, wo ich bin. Oder wo ich hin muss, zumindest mal. Wo der Ort ist, wo ich hin muss. Das ist zu. Da muss ich schon mal nicht hin. Das ist eine gute Info. Da liegt was auf der Couch. Dartpfeile, okay. Kann die benutzen? Das wäre ulkig. Warte. Tja. Kann aber nicht wahr sein. Kann doch wohl nicht wahr sein. Und hier haben sie auch nicht, also in keinster Weise haben sie hier markiert. Naja, wird wohl nichts mit Weltmeister. So, das nehmen wir auch. Nee, kann ich auch nehmen, okay. Gibt es da was zu lesen? Nee. 9. Mai 2016. Ben Thomas im Auftrag von Jessica Webb Thomas. An die zuständige Abteilung. Ich kenne Jess jetzt schon über 5 Jahre und wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dass ich diese Beschreibung meiner lieben Frau verfassen darf. Sie ist meine Seelenverwandte, liebevoll und fürsorglich. Sie ist meine starke Schulter. Sie ist meine Stimme der Vernunft und ich bin stolz, dass sie die Mutter meiner Kinder ist. Ich glaube, dass die Vorenthaltung von Chloe gegenüber Jess eine Verminderung von allem ist, was sie zu bieten hat, und raubt was? Und raubt ihr die verdiente Gelegenheit der Wiedergutmachung. Uns ist bewusst, dass sie vor langer Zeit einen Fehler gemacht hat, und ich bin mir sicher, dass Jess alles tut, um Chloe Glück
Sicherheit und Liebe zu geben. Sie hat ihr Leben drastisch geändert, ist erfolgreich geworden und ich behaupte, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Mit freundlichen Grüßen, Ben Thomas. Ja, das wird dann wohl der Mann sein. So. You are mine. Ist das so? Naja, reden wir später nochmal drüber. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wieder in diesen Ritualraum muss, weil ich muss da definitiv an dem Pentagramm noch was rumzwirbeln. Da ist auch noch was. Kann ich aber sicher nicht... Also kann ich schon nehmen, aber... Lesen kann ich da nichts. Da ist die Tür aufgegangen. Was? Geht auf, verdammte Tür, doofe Tür. Ich habe etwas gehört. Ein Krächzen wie von einer Hexe. Da drin ist nichts mehr? Ich habe keine Ahnung. Oh, eine Kerze könnte ich da drin noch anmachen. Ich bezweifle, dass das in irgendeiner Weise... Da sind noch mehr Kerzen da drüben. Ah. Hab nicht, leider nicht die Zeit, jetzt durch den kompletten Raum hier nochmal zu wursteln. Die hier mache ich noch, weil sie ist so nah dran. Ansonsten war es das hier erstmal. Also ich habe auf jeden Fall jetzt irgendwas gehört. Und weil ich hier was gehört habe, mache ich in diesem Gang hier vorsichtshalber mal die Kerzen an. Oh, hübsches Bild wieder. Handy, hi! Was geschieht mit mir? Die Puppe in der Küche, sie brennt. Wo ist denn die Küche? Aber ich glaube, es lotst mich schon mehr oder weniger automatisch in die richtige Richtung. Vielleicht. Ist das die Küche? Also da geht auf jeden Fall immer was auf. Das ist... Bäh. Was ist nur los? Das ist doch wieder der Raum vom Anfang. Und ich sehe nichts mehr. Jetzt stehe ich hier mittendrin. Das wollte ich auch nicht eigentlich. Ja, nee, Küche. Ziemlich sicher muss ich in die Küche. Also dafür, dass das Spiel irgendwie nur eine gute Stunde Spielzeit haben soll, angeblich, bin ich schon eine ganze Weile dran. Also. Aber jetzt war mir klar. War mir klar, dass ich da nicht in einer Stunde durch bin. Die Tür, da wirkt jetzt ein Stück geöffnet. Nee, ist sie aber nicht. Nee, geht auch noch nicht auf. Bisschen schade finde ich, dass sich das Spiel dann leider doch so mit Schreckmomenten ein bisschen noch zurückhält. Darf natürlich auch nicht zu viel sein, das ist klar. Aber, ich meine, es mag jetzt mit Sicherheit auch an der Art und Weise liegen, wie ich spiele. Hier passiert nicht so wirklich viel. Waren wir hier schon? Ja, natürlich waren wir hier schon. Wo ist denn die Küche? Also ich wünschte wirklich, ich könnte diese Karte mit mir nehmen. Das könnte eine Küche sein hier. Oder? Hallo. Das ist eine Küche. Ja, da brennt's. Genau, wie wir es gesagt haben. Stand ich da nicht runter. Da hätte ja was passieren können. Also, ich schätze mal,
Erstmal Backofen auf und Puppe raus. Nö, geht noch nicht. Vielleicht drehe ich auch erstmal das Gas drin. Vielleicht lese ich auch erstmal, was da liegt. Oh, da ist eine kleine Axt. So. Scheint auch so ein Beschwörungsbuch zu sein und eine Seite ist hinausgerissen. Es gab eine junge Frau, die von allen anderen Menschen aus ihrem Dorf schikaniert und gestichelt wurde. Sie war stets einsam, aber sehnte sich, Mutter zu sein und für ein Kind zu sorgen. Mit dem Alter zog sie sich aus der Gesellschaft zurück. Kinder des Dorfes nutzten ihr Wissen über das Verlangen der Frau aus. Sie klopften an ihre Tür und liefen weg. Man sagte, es trieb sie allmählich in den Wahnsinn. In Irrsinn und Not traf sie ein Abkommen mit dem Dämon Baba Yaga. Ihr sollte der Kinderwunsch gewährt sein, musste aber der Baba Yaga fortan dienen und ihr menschliche Kinder als Opfer darbieten. Die Dorfkinder, die sie so gequält haben, sollten ihre Rache spüren. Sie legte einen Fluch auf ihre Tür, sodass jedes an diese Tür klopfende Kind zur Beute von Baba Yaga wurde. Ja. Ich nehme an, da können wir jetzt nicht mehr raus. Also ich kann auf jeden Fall jetzt ich könnte versuchen mit der Axt die Backofentür einzuschlagen. Oh, da ist so eine kleine Matroschka wieder. Also es gibt irgendein Achievement, wenn man sie alle findet wahrscheinlich, aber ich bezweifle, dass ehrlich gesagt, dass ich alle finden werde. Ich habe wahrscheinlich auch schon die Hälfte übersehen. Soll ich das mal nehmen? Ich weiß es nicht. Nee, ich kann echt nicht rein. Was soll ich hier machen, Leute, von heute? Was soll ich denn tun? Ich habe den Eindruck, ich muss das da rausholen. Oder muss ich irgendwie das Gas kappen, Gasleitung kappen mit der Axt? Ich weiß es auch nicht. Ist das überhaupt ein Gas? Ja, es ist ein Gasofen. Du kannst mit der Axt verschlossene Türen öffnen, indem du die Türgriffe abschlägst. Na, Rade, hallo! Na, geh mal weg, du. Gas. Alles klar. Jetzt haben wir das Gas abgestellt. Ich weiß leider momentan auch mal wieder nicht, wie lang das Video schon ist, aber ich möchte auch noch nicht schon wieder aufhören. Man hat halt auch in der virtuellen Welt kein richtiges Zeitgefühl mehr. So, Gas ist aus. Alles klar. Vermutlich ist das jetzt auch in dem Pentagramm aufgetaucht. Klavier spielt. Ich würde sagen, wir schauen uns an, wer das Klavier spielt im nächsten Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst vielleicht ein Abo da, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat. Und ein Kommentar wäre super. Und ein Däumchen nach oben. Fände ich ganz klasse. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Video.